wenn du so richtig harte Hund haben willst, ja, wie Mädchen beispielsweise, komm her, Mädchen, die war auch mal Chihuahua, ich habe sie roh gefüttert und dann, tada, ach Quatsch, Leute, natürlich nicht, biologisch artgerechte Rohfütterungen, da gibt es viele Mythen drum und wir klären heute einige auf. Ich habe das erste Mal von BAFO vor ungefähr 9 Jahren gehört. Ich dachte erstmal, das wäre eine politische Bewegung, aber bei mir gegenüber hat sie einfach mal eine Hundekonfiserie geöffnet und da bin ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen. Habe mich ein bisschen schlau gemacht und es gibt so viele Mythen rund um BAFO und heute klären wir einige auf. Ich werde oft gefragt, ob Rohfütterung den Hund wild macht. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ja, die Akzeptanz ist einfach enorm hoch. Dasselbe würde auch passieren, wenn ihr nass füttert. Ja, und die Hunde stützen sich natürlich darauf. So kommen wir auch schon zum nächsten Mythos, dass BAFEN sofort erfolgen muss. Das heißt also, dass es einen harten Cut gibt und die Futterumstellung sofort erfolgen muss. Das stimmt natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, man muss sehr behutsam vorgehen bei der Umstellung des Futters. Das ist sogar so, dass man beispielsweise innerhalb von einer Woche diese Umstellung macht, damit der Hund keine Magenprobleme bekommt, keine Blähungen. Also ganz, ganz sachte und locker bleiben. Der nächste Mythos ist, dass der Hund einmal die Woche fasten muss. Das stimmt natürlich auch nicht. Es ist sogar sehr hinderlich bei Hunden, die beispielsweise einen ganz sensiblen Magen haben. Da ist es eher zu empfehlen, dass man wirklich zu regelmäßigen Zeiten füttert und da ganz, ganz vorsichtig ist, damit es da keine Probleme mit dem Magen gibt. Also es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass es in irgendeiner Form hilft. Der nächste Mythos. Hunde, die Allergien haben, werden geheilt durch BAF. Weder heilt BAF irgendwelche Allergien, noch beugt das welche vor. Eure Hunde können genauso gut im Laufe des BAFens Unverträglichkeiten entwickeln. Aber was ein Riesenvorteil ist, ihr könnt selbst selektieren, was bekommen eure Hunde. Und wenn eure Hunde irgendwelche Unverträglichkeiten gegen bestimmte Lebensmittel haben, könnt ihr die einfach rauslassen. Der nächste Mythos. Tomaten und Paprika sind giftig für Hunde. Tomaten und Paprikas können natürlich giftig sein, aber in einer großen Menge. So viel könnt ihr nicht essen, so viel können eure Vierbeiner nicht essen. Also macht euch darüber keine Gedanken. Nur, wenn die unreif sind, solltet ihr sie auch nicht essen, dann sind die wirklich echt nicht gesund. Der nächste Mythos. Hunde kann man im Urlaub nicht barfen? Es ist möglich, den Hund im Urlaub zu barfen. Nur achtet darauf, dass das Fleisch kühl gelagert wird. Vor allen Dingen, wenn ihr so Frostfutter mitgenommen habt. Na, wenn das einmal aufgetaut ist, dass das schnell verbraucht wird. Es gibt die Möglichkeit, Kühlboxen mitzunehmen. Habt ihr die Möglichkeit nicht? Gibt es auch Rohfleisch in der Dose? Super zum Transportieren, es ist haltbar. Da fügt ihr einfach noch irgendwelche Zutaten dazu, wie beispielsweise Kräuter, Gemüse, Öle etc., was ihr wollt. Ja, und super, fertig. Das war's auch schon wieder mit Mythen rund um BAF. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr ein paar Inspirationen haben wollt zu Rezeptvorschlägen, ich habe euch einen coolen Artikel hier in der Infocard reingepackt. Und zum Dank, dass ihr so fleißig mitgeschaut habt, einfach jetzt mal 15 Sekunden Welpen. Und wenn ihr diese Welpen süß findet, abonniert den Kanal.